Шаббат шалом. Шаббат шалом. Я рад сегодня быть здесь. Ich freue mich, hier sein zu können. Вы тоже. Ihr auch. Кто рад сегодня здесь быть? Wer freut sich, dass er hier sein kann oder hier ist? Лес рук. Ein Wald voller Hände. Те, кто нас смотрят в интернете, я надеюсь, вы тоже рады нас здесь быть с нами сегодня онлайн. Diejenigen, die online sind, ich hoffe, ihr freut euch auch darüber, dass wir gemeinsam online sein können. Вы тоже можете рукой проголосовать. Ihr könnt auch mit der Hand abstimmen. В интернете не забудьте сейчас поставить, что вы довольны здесь быть. Im Internet vergesst nicht, diesen Daumen hoch zu setzen dafür, dass ihr zufrieden seid, dass ihr dabei seid. А если вы недовольны здесь быть? Wenn ihr nicht zufrieden seid, поставьте, что недовольны. Dann zeigt auch mit dem Daumen runter, dass ihr unzufrieden seid. Aber bleibt trotzdem mit uns. Кстати, если вы слушаете проповедь в записи, übrigens, wenn ihr diese Predigt auch in Aufnahme hört, не забывайте ставить это тоже. Vergesst nicht, auch den Daumen hoch zu setzen. Но только дослушайте до конца. Aber hört bis zum Ende. Потому что тема сегодня очень важная. Weil das Thema heute ein sehr wichtiges ist. Но все темы важные. Natürlich sind alle Themen wichtig. Но сегодня мы с вами поговорим о том, как слышать голос Бога. Aber heute sprechen wir darüber, wie man die Stimme des Herrn hören kann. И я думаю, что многие из нас хотели бы его услышать. Ich denke, dass viele von uns ihn hören würden. Gerne hören. Желание würden. Наших сердец это часто диалог с Богом. Dass der Wunsch unseres Herzens ist oftmals der Dialog mit dem Herrn. Не просто мы молимся и все. Nicht einfach nur, dass es in eine Richtung geht. Wir beten und das war's. Мы хотим слышать его. Wir wollen ihn hören. Мы хотим, чтобы он говорил к нам. Wir wollen, dass er zu uns spricht. Мы хотим такого живого общения с ним. Wir wollen wirklich eine lebendige Gemeinschaft mit ihm. Но мы его не всегда чувствуем. Aber wir fühlen ihn nicht immer. Мы часто молимся. Oft beten wir, но сокрушаемся по поводу того, что мы не слышим то, что он нам говорит. Aber sind dann zerbrochen, weil wir nicht hören, was er uns sagt. И речь идет даже не о том, что он скажет нам для всей Германии, например. Und es geht nicht immer nur darum, dass was er uns sagt für ganz Deutschland oder über ganz Deutschland. Или для общин. Oder für die Gemeinde. Или для другого человека. Oder für einen anderen Menschen. То, что часто может называться пророчеством. Was man oft auch als Prophetie bezeichnen kann. Даже не об этом речь. Nicht davon ist die Rede. Мы просто даже хотим услышать, что он нам скажет. Wir wollen einfach nur hören, was er uns sagt. Вот для меня лично. Für mich persönlich. Я же ему молюсь. Ich bete doch zu ihm. И я хочу услышать, что он мне скажет. Und ich möchte hören, was er mir sagt. Вы согласны со мной? Seid ihr einverstanden? Это было бы здорово, это все время слышать. Das wäre doch wirklich wunderbar, wenn wir immer hören könnten. И в принципе мы читаем в Библии, что так должно быть. Und im Prinzip lesen wir in der Bibel, dass das eigentlich auch so sein sollte. Но как? Aber wie? Если вы думаете, что я вам дам сегодня полный ответ на все случаи жизни, wenn ihr denkt, dass ich heute die Antwort für alle Fälle des Lebens bereit habe, то вы ошибаетесь. Seid ihr im Unrecht. Я не уверен, что я смогу это сделать. Ich glaube nicht, oder ich bin mir nicht sicher, dass ich das schaffen würde. Потому что Бог говорит нам, используя Дух Святой. Weil der Herr zu uns spricht, indem er den Heiligen Geist nutzt. А Дух Святой, Руах Акодыш, он по-разному. Und der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, der wirkt auf unterschiedliche Weise. Есть много разных способов. Es gibt unterschiedliche Arten. Он использует нашу личность. Er benutzt unsere Persönlichkeit. Он использует наше восприятие. Er benutzt unsere Wahrnehmung. Личное восприятие. Unsere persönliche Wahrnehmung, die jeder Einzelne hat. Он использует нашу чуткость в определенных моментах. Er benutzt unsere Gefühle, unsere Gefühle in gewissen Momenten. Он использует наш характер. Er benutzt unseren Charakter. Он каждому говорит по-своему. Er spricht zu jedem auf seine eigene Art und Weise. Помните, так же приблизительно было и с чудесами Машиаха. Erinnert ihr euch daran, so ähnlich war das auch mit den Wundern vom Maschiach. Например, исцеление. Zum Beispiel mit der Heilung. Иешуа исцелял разными способами. Иешуа hat geheilt auf unterschiedliche Weisen. Помните, он то так прикоснется. Manchmal berührt er so. То так помолится. Manchmal betet er anders. То скажет, иди уже здоров.
Manchmal sagt er auch nur, gehe und sei gesund. Oder er spuckt und schmiert irgendwas. Es gibt unterschiedlichste Weisen. Wofür? Ich denke, das hat seine Wurzeln in der Tora. Erinnert ihr euch daran, als Moshe die Schlange gehoben hat? Und der Fluch war weg. Und Menschen haben aufgehört zu sterben. Was ist danach passiert? Viele Jahre später. Menschen haben aus dieser Schlange ein Götzen gemacht. Sie haben gedacht, dass die Heilung in der Schlange ist. Sozusagen, der Herr benutzt diese Schlange, damit die Heilung kommen kann. Der Allerhöchste aber wirkt auf unterschiedlichste Weise. So ist es auch mit den Heilungen von Maschiach. Представляете, если бы Иешуа каждый раз исцелял тем, что он плюнул, растер, помазал. Stellt euch vor, Jeschua würde immer nur so heilen, dass er spuckt und die Erde dann irgendwo hinschmiert. Was wäre danach? Wir hätten hier wahrscheinlich ein Eimerchen voller Erde. Wir hätten da reingespuckt und hätten uns das hingeschmiert. Und in jeder Gemeinde, in jeder Kirche und in jeder messianischen Gemeinde würde ein Eimerchen stehen. Oder wir hätten eine gewisse Gegend. Das ist so eine Art Bereich des heiligen Spuckens. Слава Богу, Машех сделал это один раз. Preist den Herrn dafür, dass der Herr das einmal gemacht hat. Ну, может, два, три. Vielleicht auch zwei, dreimal. Но не всегда. Aber nicht immer. Ведрышко никому в голову не придет ставить. Niemand kommt auf diese Idee, ein Eimerchen hinzustellen. Для того, чтобы мы не делали идолов. Damit wir keine Götzen schaffen. И для того, чтобы мы силу всемогущего. Und damit wir die Macht des Allerhöchsten не сводили только к одному единственному важному святому способу, dass wir die Macht des Allerhöchsten nicht auf eine einzige wichtige Art und Weise zusammenführen oder limitieren. Он всегда действует по-разному. Wirkt er immer anders. Потому что он такой великий, он большой. Weil er so groß ist und so mächtig. Он может сделать это так, как он хочет. Er kann es so machen, wie er es möchte. И это касается чудес. Und es bezieht sich sowohl auf Wunder. И это касается исцеления. Als auch auf Heilung. И это касается его откровения. Als auch die Offenbarung. С самого начала, помните, как Всевышний общался с Адамом и Евой, с первыми людьми? Von Anfang an, erinnert ihr euch, wie der Allerhöchste Gemeinschaft hatte mit Adam und Eva, mit den ersten Menschen? Они услышали его голос. Sie haben seine Stimme gehört. А там потом такая своеобразная фраза на иврите, которую по-разному переводят. Und dann gibt es eine sehr besondere, einen besonderen Satz auf Hebräisch, den man auf unterschiedliche Weise übersetzen kann. В русской Библии это переведено в прохладе дня. In der einen Version ist es übersetzt worden als in der Kühle des Tages. Ну, потому что там присутствует ветер или дух, weil dort der Geist anwesend ist, wie eine Art frischer Wind und es ist Tag. Но одна из возможных интерпретаций, он говорил как бы к ветру. Eine andere mögliche Antwort ist aber, er sprach zu dem Wind. Они слышали его голос в ветре. Sie haben seine Stimme gehört im Wind. В каком-то дыхании. In einem Hauch. Кстати, периодически Бог так говорит. Übrigens, regelmäßig spricht der Herr auch regelmäßig, so. Periodически. Ab und zu. Через сильный ветер. Durch einen starken Wind. Через бурю. Durch einen Sturm. Но через тихий ветер тоже. Aber auch durch einen leisen Wind. Мы встречаем это в Писании. Wir treffen das immer wieder in der Schrift. Его голос не обязательно в буре, не обязательно в сильном порыве, не обязательно в урагане. Seine Stimme ist nicht unbedingt oder gezwungenermaßen nur in einem Sturm oder starken Wind. Просто даже в легком ветре. Auch in einem leichten Wind ist sie da. Когда мы, то есть мы сразу задумываемся. Und dann denken wir nach. А
может быть, мы можем его услышать в ветре. Vielleicht können wir seine Stimme hören im Wind. В Писании? In der Schrift. Можем? Ja, nach der Schrift, ja. Когда гроза, можем услышать его. Wenn es donnert, können wir ihn hören. Когда-нибудь задумывался о том, что ты сидишь, допустим, на улице? Hast du dir mal die Frage gestellt, wenn du zum Beispiel auf der Straße draußen sitzt? И тут приходит такой ветер, и листве его слышно. Und plötzlich kommt so ein Windzug und du hörst dieses Rauschen der Blätter. Ты можешь себе представить, что Всевышний может сказать таким образом? Kannst du dir vorstellen, dass der Allerhöchste auf diese Weise spricht? Я вчера так сидел на улице. Ich saß jetzt gestern erst so draußen. Читал Библию. Habe die Bibel gelesen. И тут такой ветер, порыв ветра. Und plötzlich kam ein ganz starker Zug, Windzug. И я подумал. Und ich dachte. Может быть, он что-то говорит. Vielleicht sagt mir was. И так и может быть. Und so kann es ja auch sein. Я вам честно скажу, я ничего не понял. Ich sag euch ehrlich, ich habe nichts verstanden. Но я допускаю такую возможность. Aber ich lasse die Möglichkeit zu. Вы понимаете, что я имею в виду? Das ist so warm. Versteht ihr, was ich meine? Что в каждом ветре das bedeutet nicht, dass in jedem Windzug zu euch spricht. Но он может сказать это через ветер Aber или к ветру. Kann durch den Wind, im Wind oder zu dem Wind sprechen. Он может так доносить свое слово. Kann sein Wort auf diese Weise vermitteln. Вы помните, как Всевышний говорил к Аврааму? Erinnert ihr euch daran, wie der Allerhöchste zu Abraham gesprochen hat? Чаще всего я помню, что он сказал Аврааму. Oft erinnere ich mich daran, dass zu Abraham sprach. Но там не написано как. Aber da steht nicht geschrieben, wie. Как вы себе представляете, он к нему говорил? Wie stellt ihr euch das vor? Wie hat zu ihm gesprochen? И сказал, вот Господь сказал Аврааму, чтобы он вышел из земли и родства своего пошел. Und der Herr sprach zu Abraham und sagte, soll aus seinem Vaterland ziehen und in ein anderes Land ziehen. Как вы думаете, он ему сказал? Wie glaubt ihr, hat das zu ihm gesagt? Идеи? Habt ihr Ideen? В Торе не написано это. In der Tora steht es nicht geschrieben. В мыслях, может быть. In Gedanken, kann sein. Авраам сидел где-то там. Abraham saß irgendwo тогда da. Он еще вообще Авраам назывался. Da hieß noch Abraham. Сидел и просто, не знаю, кушал, может быть. Und saß da und vielleicht hat sogar was gegessen. Или уж что-то делал. Oder hat irgendwas anderes а может, getan. Он молился. Vielleicht hat auch gebetet. И каким-то образом он понял, что Бог ему говорит. Und plötzlich hat verstanden, erkannt, dass der Herr zu ihm spricht. Раз мысли уже, здесь слово мысли прозвучало, da die Worte Gedanken hier schon genannt wurden, то я хочу подчеркнуть, что очень часто Всевышний говорит через мысли. Möchte ich betonen, dass der Allerhöchste sehr oft durch Gedanken spricht. Особенно, когда это связано с тем, как мы, когда мы молимся или читаем Библию. Besonders steht es in Verbindung, wenn wir beten oder die Bibel lesen. Будьте внимательны к тому, о чем вы думаете. Seid sehr aufmerksam, was ihr dabei denkt. Итак, мы видим, будь внимателен к ветру. Wir sehen also, sei aufmerksam gegenüber dem Wind. Будь внимателен к мыслям. Und deinen Gedanken. Слушай. Höre. Пытайся настроиться на волну. Versuch dich auf diese Welle einzustellen. Проси его, проговори ко мне. Bitte ihn, sprich zu mir. Я хочу тебя слышать. Ich möchte dich hören. Вот он я. Ich bin hier. Говори ко мне. Sprich zu mir. Но вы помните, наверное, как еще Бог говорил к Аврааму. Aber ihr erinnert euch bestimmt, wie der Herr noch zu Abraham gesprochen hat. Он явился к нему в виде трех мужчин. Ist ihm erschienen in Form von drei Männern. Авраам их накормил. Abraham hat ihnen was zu essen gegeben. Принял их. Hat sie aufgenommen. И они ему сказали. Und sie haben zu ihm gesprochen. То, что нужно было сказать. Was sie sagen sollten. Всевышний говорит через людей. Der Allerhöchste spricht durch Menschen. Через разных людей. Durch unterschiedliche Menschen. Он даже говорил через первосвященника, который хотел убить Иешуа. Sogar durch den hohen Priester, der Jeschua umbringen wollte. Он может говорить через людей. Kann durch Menschen sprechen. Через тех, кого мы принимаем. Diejenigen, die wir annehmen. Через наших гостей. Durch unsere Gäste. Как в Библии написано, Авраам принял ангелов.
Wie in der Bibel geschrieben steht, Abraham nahm Engel auf. Он принял Бога, даже может быть не зная, что это был он. Er hat den Herrn angenommen, ohne zu wissen, dass er es ist. Потом понял. Erst später hat er es begriffen. Всевышний может говорить через гостей. Der Allerhöchste kann durch Gäste sprechen. Через людей. Durch Menschen. Всевышний может говорить, мы читали это в Торе, не да? Der Allerhöchste kann außerdem, das haben wir letztens erst in der Tora gelesen, через ослицу. Durch einen Esel reden. Помните? Erinnert ihr euch daran? Бог может говорить к вам в зоопарке. Der Herr kann zu euch in einem Zoo sprechen. Да не всегда происходит. Es passiert nicht immer. Но это может быть. Aber es kann passieren. Будь внимателен. Du musst aufmerksam sein. Всевышний может говорить тебе через твою собачку или кошку. Der Allerhöchste kann durch deinen Hund oder deine Katze zu dir sprechen. Самое потрясающее, он может и через рыбку заговорить. Und das Wunderbarste ist, dass er auch durch einen Fisch zu dir reden kann. Просто слушайте рыб. Ihr könnt die Fische hören. Потому что он может говорить через все, что угодно. Er kann durch alles Mögliche reden. Вы помните, как он говорил к Моше? Erinnert ihr euch daran, wie er zu Моше gesprochen hat? Так что было явно. So, dass es ganz offensichtlich war. Моисей сидел у костра. Моше saß jetzt bildlich gesprochen an einem Lagerfeuer. То есть он увидел, горит куст. Ah, er hat gesehen, dass der Busch brennt. И он понял, что что-то необычное происходит. Und dann hat er verstanden, ah, da passiert etwas Ungewöhnliches. Всевышний может говорить через огонь. Vielleicht spricht der Allerhöchste kann auch durch Feuer sprechen. В огне. Im Feuer. Ты когда, мы же знаем, мы, когда мы смотрим на огонь, на пламя, wir wissen ja selbst, wenn wir uns die Feuerflammen anschauen, в этом есть нечто такое романтичное. Da ist etwas sehr Romantisches. Что-то, что привлекает наше внимание. Und das zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Мы смотрим на огонь, wir schauen uns das Feuer an, и нам тяжело отвлечься от этого. Und es ist so schwer, uns davon loszulösen. Часто сидят люди вокруг костра, и такие самые глубокие беседы могут возникать. Oft sitzen Menschen an einem Feuer versammelt und da können sehr tiefgründige Gespräche entstehen. Помните, когда у кого-то день рождения, во многих традициях есть торт со свечами принести. Erinnert ihr euch daran, es gibt ja in vielen Traditionen zum Geburtstag, in vielen Kulturen die Tradition sozusagen, dass man Kerzen aufstellt in den Geburtstagskuchen. И приносит, чтобы задуть свечи. Und dann bringt man das dem Geburtstagskind, damit er das oder sie das auspusten kann. Помните, что делают для того, чтобы торт внести? Erinnert ihr euch daran, was man tut, bevor man den Kuchen reinbringt? Свет выключают. Man schaltet das Licht aus. Для того, чтобы огонь был лучше виден. Damit man das Feuer besser sehen kann. Я сейчас не говорю, что это в Торе или в раввинистической традиции. Ich sage nicht, dass es in der Tora steht oder in der rabbinischen Tradition. Это просто такая человеческая тяга к тому, чтобы вот так был праздник. Das ist einfach irgendwie eine menschliche Tendenz, mit der man irgendwie so ein Fest feiern möchte. Так вот, Всевышний, он может говорить через огонь. Der Allerhöchste kann durch Feuer sprechen. Смотри на огонь. Du kannst das Feuer beobachten. Ты можешь это увидеть. Vielleicht kannst du das erkennen. Помните, Всевышний являлся Израилю в облаке. Erinnert ihr euch daran, der Allerhöchste ist Israel erschienen in einer Wolke. А помните, как он давал Тору? Und erinnert ihr euch daran, wie er die Tora gegeben hat? Там были молнии, гром, и дым. Da gab es Donner und Blitze und Rauch. И землетрясение. Und Erdbeben. Через все это он может говорить. Durch all diese Dinge kann der Herr sprechen. Он может говорить через пророков. Er kann durch Propheten sprechen. Он может говорить через посланных людей. Er kann durch gesandte Menschen sprechen. Он может говорить через природу. Er kann durch die Natur sprechen. Да через все. Durch alles. Через все. Durch alles. Важно быть просто внимательным. Es ist nur wichtig dabei, dass man sehr aufmerksam ist. Важно стремиться и желать услышать его es голос. Es ist wichtig, einfach das anzustreben, seine Stimme zu hören. Люди Божьи слышали его в Писании по-разному. Die Menschen des Glaubens in der Bibel haben ihn auf unterschiedlichste Weise gehört. Важный отрывок из Eine Писания wichtige к этой связи. Stelle diesbezüglich aus der Schrift. Пророк Иоил. Dem Propheten Joel.
вторая глава, im Kapitel 2. И это то, что цитировал Петр в проповеди на день, на праздник Шавуот, на день Пятидесятницы 2000 лет назад. Das ist das, was Petrus zitiert hat an Shavuot. С 28 стиха. Im Kapitel 8 von Vers 28 an. Kapitel 2. Kapitel 2. С 28 стиха по 32. Kapitel 3 von Vers 1 bis Vers 5. В русской и в немецкой Библии разные нумерации. Ja, in der russischen und in der deutschen Bibel sind es unterschiedliche Abschnitte. Also in der deutschen ist es Kapitel 3, Verse 1 bis einschließlich 5. И будет после того, и залью от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет... Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Вы видите здесь то, что связано с приходом Машиах. Ihr seht hier, das ist das, was in Bezug steht mit der Wiederkehr des Messias. Ich Wiederkehr, просто с приходом. Mit dem Kommen des Messias. И мы видим в книге Деяний, что это уже в какой-то степени воплотилось в жизнь. Und wir haben in der Apostelgeschichte gesehen, dass es bereits zum Teil erfüllt worden ist. Когда Машиах здесь, что происходит? Was passiert, wenn der Машиах hier ist? Сходит Святой Дух. Der Heilige Geist kommt. И что происходит? Und was passiert danach? Святой Дух или Дух Святого, Руаха Кодеш. Руаха Кодеш. Он дает пророчество. Er gibt eine Prophetie. Пророчества, плюрал. Prophetien. Prophezeiungen. То есть он дает возможность, он говорит к нам. Er spricht zu uns. Бог говорит через нас. Der Herr spricht durch uns. Мы видим в Писании пророков. Die sehen in der Schrift Propheten. И сказано, что на них был Святой Дух. Und es steht geschrieben, auf ihnen war der Heilige Geist. И они говорили то, что Всевышний им говорил, давал сказать. Und sie haben das gesagt, was der Herr ihnen gegeben hat. Пророчествовать по-настоящему от Всевышнего мог только тот, на ком был Святой Дух. Wahrhaftig prophezeien konnte nur derjenige, auf dem der Heilige Geist war. Один лжепророков, einer der falschen Propheten, когда спорил с истинным пророком, als er gestritten hat mit einem echten Propheten, он сказал, по какой-то такой дороге от меня отошел дух. Von welchem dieser ganzen Wege ist denn der Geist von mir abgekommen? То есть человек, который говорил Божьи слова или слышал голос Бога, это человек, на котором был Святой Дух. Der Mensch, der die Worte des Herrn gesprochen hat und auf dem und der den Herrn gehört hat, auf dieser Person war der Heilige Geist. Есть Святой Дух, есть пророчество. Gibt es den Heiligen Geist? Gibt es eine Prophezeiung? Нет Святого Духа. Gibt es keinen Heiligen Geist? Пророчества нет. Dann gibt es auch keine Prophezeiungen. Мы сейчас говорим об одном из ультимативных способов.
Wir sprechen jetzt von einem der ultimativen Wege sozusagen, wie der Herr spricht. Wir haben bereits erwähnt, dass der Herr durch alles spricht. In besonderen Momenten oder bestimmten Momenten, wenn der Heilige Geist da ist, er kann говорить к нам и обращаться к нам радикальным способом. Kann er auf eine radikale Art und Weise zu uns sprechen. Итак, здесь дух излит. Hier ist der Geist ausgegossen на всякую плоть, auf jedes Fleisch. И все начинают пророчествовать. Und alle fangen an zu prophezeien. Это естественно. Das ist ganz natürlich. Любой человек, читающий это, тогда мог сказать, ну, понятное дело, klar. Jeder Mensch, der das gelesen hat, der hat gesagt, ja, ist doch klar. Сходит дух, der Heilige Geist kommt, пророчествует. Und dann fängt man an zu prophezeien. Мы видим также, что пожилым людям будут сниться сны. Wir sehen, dass die Älteren auch Träume haben werden. То есть Всевышний может говорить и через сны. Der Allerhöchste kann also auch durch Träume sprechen. Кто-то когда-то пошутил, что это поэтому так хорошо спать во время проповеди. Einer hat mal einen Scherz gemacht, das ist nämlich der Grund, warum man manchmal in der Predigt oder während der Predigt so gut schlafen kann. Der Herr spricht ja im Traum. Ich glaube, jetzt schläft niemand. Das bedeutet nicht, dass der Herr nicht spricht. Aber auch in den Träumen kann der Herr sprechen, wenn der Heilige Geist kommt. Но только учтите, не каждый сон это пророчество. Aber ihr müsst auch verstehen, dass nicht jeder Traum eine Prophezeiung ist. Но сон может быть пророчеством. Aber ein Traum kann eine Prophezeiung sein. Здесь говорится также, что юноши ваши будут видеть видение. Hier steht außerdem geschrieben, dass die Jungen Visionen sehen werden. Я это сравниваю как Tagestraum. То есть это когда вдруг просто что-то видишь. Das ist wie eine Art Tagestraum, wenn du einfach anfängst, irgendwas zu sehen. Так приблизительно я увидел, что мне надо в Израиль полететь. Ungefähr so habe ich auch gesehen, dass ich nach Israel fahren muss. Я просто увидел, я говорил вам об этом, я увидел, что я стою у стены, плачу и молюсь. Ich habe es euch bereits erzählt, ich habe einfach gesehen, dass ich an der Klagemauer stehe und bete. Днем. Mitten am Tag. Ganz einfach so. Ни с того, ни с сего. Aus dem Nichts. Я даже почувствовал, как я это делаю. Ich habe sogar gefühlt, wie ich das mache. Ich konnte fast schon die Klagemauer berühren. Я понял. Und ich habe verstanden. Бог может говорить так. So kann der Herr sprechen. Но учтите, aber не каждое видение это обязательно от него. Ihr müsst bedenken, dass nicht jede Vision von ihm ist. То, что можете помечтать днем, das, was ihr manchmal euch zusammenträumt tagsüber, это не обязательно то, что он хочет вам сказать. Ist nicht unbedingt das, was er zu euch sagen möchte. Но он может так говорить. Aber er kann so sprechen. И поэтому будьте внимательны. Deswegen sollte man aufmerksam sein. Будьте внимательны к Духу Святому, который в вас. Seid aufmerksam gegenüber dem Heiligen Geist, der in euch ist. Будьте внимательны ко снам, которые вы видите. Seid aufmerksam gegenüber den Träumen, die ihr seht. Будьте внимательны к тому, о чем вы мечтаете. Seid aufmerksam gegenüber dem, wovon ihr träumt. Причем вдруг. Ganz plötzlich. Как бы ни с того, ни с сего. Wie aus dem Nichts. Видите, какой длинный список есть того, как он может говорить. Seht ihr, wie lang die Liste ist von den Weisen und unterschiedlichen Arten und Weisen, wie er spricht? Главное это включите свои приемники. Es ist wichtig, dass man seine Antennen dabei anschaltet. Щелк. Klick und zuhören. Смотри. Und sehen. Наблюдай. Beobachten. Смотри вокруг себя. Schau um dich rum. Знаете, что мы делаем зачастую, когда мы даже молимся или когда мы думаем? Wisst ihr, was wir manchmal machen, während wir beten? Мы думаем о себе. Wir denken über uns. И мы сидим в себе. Und wir sitzen in uns. Мы, образно говоря, закрываемся в своей комнате. Wir schließen uns in unserem Raum ein, bildlich gesprochen. И мы молимся из себя и в себе. Und wir beten aus uns und in uns. И таким образом, единственное, что мы можем услышать, und auf diese Weise ist das Einzige, was wir hören können, это себя. Wir selbst. Мы сфокусированы и сконцентрированы очень часто на себе. Wir sind oftmals fokussiert auf uns selbst. Выйди за пределы себя. Gehe aus deinen Grenzen heraus.
Посмотри вокруг себя. Schau dich um dich rum. Посмотри, что ты видишь. Und schau und erkenne, was du siehst. Послушай, что ты слышишь. Höre zu, was du hören kannst. Вдохни воздух. Atme tief die Luft ein. Подключи свои чувства. Und schalte deine Gefühle ein. Свои вот эти вот способы трогать что-то, чувствовать. Deine Sinnesorgane, was du berühren kannst. Подключи свои мозги. Schalte deinen Verstand ein. Свои мысли. Deine Gedanken. Выйди за пределы просто концентрации на себе. Steige aus dieser Limitierung, in der du nur auf dich selbst konzentriert bist. Посмотри дальше. Schaue weiter. За пределы самого себя. Hinter die Grenzen deiner selbst. Бог может говорить нашему духу. Der Herr kann zu unserem Geist sprechen. Не вопрос. Ist keine Frage. Но у него есть очень много способов нам что-то сказать. Aber er hat viele Arten und Weisen, wie er zu uns sprechen kann. Всевышний, он все время в диалоге с нами. Der Allerhöchste ist immer beständig im Dialog mit uns. Проблема в том, что мы не всегда готовы его услышать так, как он хочет. Das Problem ist, dass wir nicht immer bereit sind, ihm zuzuhören, so wie er zu uns sprechen möchte. Мы не всегда можем это сделать. Wir sind nicht immer fähig, das zu tun. Но он говорит. Aber er spricht. И он дал нам Святой Дух для того, чтобы мы могли это делать. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir das machen können. И то, что я сейчас говорю, было бы неполным. Das, was ich jetzt sage, wäre nicht vollständig. Если бы я не упомянул еще один ультимативный способ слышать его голос. Wenn ich nicht noch eine andere ultimative Weise nennen würde. Послание к евреям. Im Hebräerbrief. Первая глава. Kapitel 1. Первые и второй стихи. Die Verse 1 und 2. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. В последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Через кого он говорил к нам и говорит в последнее время? Durch wen hat er in den letzten Tagen zu uns gesprochen? Через Иешуа. Durch Иешуа. Это самый ультимативный способ. Das ist der ultimativste Weg, von ihm zu sprechen. Он говорил и говорит через Иешуа. Er hat gesprochen und er spricht weiterhin durch Иешуа. И благодаря Иешуа. Und dank Иешуа. Теперь. Und jetzt? Иешуа, он сказал ученикам своим. Hat Иешуа zu seinen Jüngern gesagt. Тот, кто принимает вас, принимает меня. Derjenige, der euch annimmt, der nimmt mich an. И в частности подразумевается тот, кто вас принимает как пророков, принимает меня. Teilweise ist gemeint damit, dass diejenigen, die euch als Propheten annehmen, die nehmen mich an. Его апостолы. Seine Aposteln, которые написали то, что мы видим в мессианских писаниях Нового Завета, die das geschrieben haben, was wir in den messianischen Schriften des Neuen Testaments lesen, это его посланники, sind seine Gesandten. Апостол переводится как посланник. Апостол wird übersetzt als der Gesandte. То, что мы здесь видим, это слова Иешуа. Das, was wir hier sehen, sind Worte Иешуас. В мессианской традиции, in der messianischen Tradition, Иешуа – это то, что в раввинистической традиции Тора. Das ist in der messianischen Tradition, was Иешуа ist, ist in der rabbinischen Tradition die Тора. Это Божье откровение, которое записано для нас das или дано нам. Die Offenbarung des Herrn, des Allerhöchsten, das schriftlich festgehalten wurde und uns gegeben wurde. Вот эта вот книга. Dieses Buch, Библия, die Bibel, это то, о чем сказано, что это Боговдохновенное Слово
Бога. Das ist das, von dem gesagt wird, es ist vom Herrn eingehaucht und das ist das Wort, das vom Herrn gegeben ist. Это сказано было о Танахе. Das wurde über den Tanach gesagt. Что? Это все, все, что мы находим в Ветхом Завете, в Танахе, все вдохновлено Богом. Он туда вдунул это. Alles, was wir im Alten Testament im Tanach lesen, ist vom Herrn inspiriert. Er hat da reingehaucht. Мы читаем Тору. Wir lesen die Tora. Мы читаем пророков. Wir lesen die Propheten. Мы читаем Писание. Wir lesen die Schriften. И мы слышим голос Бога. Und wir hören die Stimme des Herrn. Мы видим его там. Und wir sehen ihn dort. Потому что оно там внутри. Weil es dort drin ist. Мы читаем книги Нового Завета. Wir lesen die Bücher des Neuen Testaments. И мы видим слова Иешуа. Und wir sehen die Worte Jeschuas, которые он говорил через святых посланников. Die er gesprochen hat durch die heiligen Gesandten. Через тех, кого Библия называет апостолами. Durch diejenigen, die die Bibel Apostel nennt. Эта книга не зря называется его словом. Dieses Buch wird nicht umsonst sein Wort genannt. Потому что он говорит через нее. Er spricht dadurch. Он говорит оттуда. Er spricht daraus zu uns. Есть одна проблема. Es gibt ein einziges Problem. Для того, чтобы понимать это, um das zu verstehen, нужно нечто. Braucht man etwas. Это не само собой разумеется. Das ist nicht selbstverständlich. Второе послание Коринфянам. Im zweiten Korintherbrief. Я несколько раз за последние месяцы обращался к этому месту. Ich habe diese Stelle mehrmals, immer wieder gelesen in den vergangenen Monaten. Второе послание Коринфянам, третья глава. Der zweite Korintherbrief, Kapitel 3. Здесь сравнивается то, что было во время Торы, и то, что у нас сейчас. Hier wird verglichen, was zu den Zeiten der Torah war und was heute ist. Говорится о том, как Моисей покрывал свое лицо. Da steht geschrieben, wie Moshe sein Gesicht bedeckt hat. В шестом стихе третьей главы мы читаем. Im sechsten Vers im dritten Kapitel lesen wir. Он дал нам способность, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Der uns auch, also der Herr hat uns auch tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Это было так славно тогда. Es war so herrlich zu der Zeit. Что Моисею приходилось покрывать свое лицо. Dass Moshe sein Angesicht bedecken musste. Для того, чтобы не видели, как эта слава уходит. Damit niemand sehen konnte, wie diese Herrlichkeit von ihm herausstrahlt. И потом говорится о том, что сейчас у нас есть служение оправдания. Und dann steht geschrieben, dass wir jetzt den Dienst der Gerechtigkeit haben. 11. стих, aber если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Und im 11. Vers, denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Тогда слава уходила, сейчас она остается. Damals ist die Herrlichkeit weggegangen, jetzt bleibt die Herrlichkeit. 12. стих, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. In Kapitel 12, in Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. 13. стих. Im 13. Vers. А не так, как Моше, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не видели или не смотрели на конец проходящего. Und nicht wie Moshe, da eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. Все как бы нормально. Es ist alles scheinbar normal. Здесь идет речь о буквах. Hier ist die Rede von Buchstaben, о духе, vom Geist, о том, что мы можем видеть, von dem, was wir sehen können. 14. стих. Im 14. Vers. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Танаха, потому что оно снимается Мессией. Aber ihre Gedanken wurden verstockt,
Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die im Messias weggetan wird. 15. Стих. Im 15. Vers. Да ныне, когда они читают, Моисея покрывало лежит на сердце их. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Moschee gelesen wird. Что происходит? Was passiert? Читаешь? Du liest. И ничего не доходит. Und du begreifst nichts. Читаешь? Du liest. И ничего не видишь. Und du siehst nichts. Читаешь? Du liest. И сияния нет. Und die Herrlichkeit, das Leuchten ist nicht da. Читаешь? Du liest. И как головой об стену. Und das ist wie mit dem Kopf gegen die Wand. Читаешь? Du liest. И тишина. Und Stille. И ничего оттуда не идет. Nichts kommt von da. Это было бы так печально, если бы не было следующего стиха. Es wäre so traurig, wenn es den nächsten Vers nicht gegeben hätte. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Vers 16. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. И 17-18 стих. Und Verse 17 und 18. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Когда обращаешься к Господу, wenn du dich an den Herrn wendest, покрывало снимается. Dann wird diese Decke weggetan. Обращаешься к Иешуа, wenn du dich an Иешуа wendest, и приходит Святой Дух. Kommt der Heilige Geist. А когда приходит Святой Дух, und wenn der Heilige Geist kommt, читаешь, liest du, и слышишь, und du hörst, читаешь, du liest, и видишь, und du siehst, читаешь, du liest, и понимаешь, und du begreifst, читаешь, du liest, и мир становится светлее, und die Welt wird heller, читаешь, du liest, и начинаешь сиять, как Господь сияет, und du fängst an zu leuchten, so wie der Herr leuchtet. Это делает Иешуа. Das macht Иешуа. Это делает Святой Дух. Das macht der Heilige Geist. И поэтому, когда я читаю эту книгу, deshalb, wenn ich dieses Buch lese, я начинаю с того, fange ich damit an, что я говорю, dass ich sage, Господь, Herr, ко мне. Sprich zu mir. Я читаю ее. Und ich lese es. Я читаю ее внимательно. Und ich lese es aufmerksam. А я могу использовать грамматику, словари, все что угодно. Ich kann die Grammatik verwenden oder irgendwelche Wörterbücher. Я могу читать ее просто так. Ich kann es auch einfach so lesen. И каждый раз, как бы я ее ни читал. Aber jedes Mal, egal wie ich es lese. Господь говорит мне по-разному. Spricht der Herr auf unterschiedliche Weise. Я читаю и понимаю больше. Ich lese und ich verstehe mehr. Эта книга имеет смысл. Dieses Buch hat einen Sinn. Как его слово. So wie sein Wort. Потому что во мне его дух. Weil in mir sein Geist ist. И этот дух дает мне возможность понимать это слово. Und sein Geist gibt mir die Möglichkeit und die Fähigkeit, sein Wort zu verstehen. Будь это в переводе или на оригинальном языке. Sei es in der Übersetzung oder im Original. Будь это быстрое чтение или с разбором грамматики. Sei es eine schnelle Lesung sozusagen oder mit tiefgründigem Studieren mit Wörterbüchern. Читайте это. Liest es. Будьте внимательны. Und seid aufmerksam. Также, как будьте внимательны к тому, что вы, что вам снится. So wie ihr auch aufmerksam sein solltet, was euch in den Träumen erscheint. Что вы видите днем? Какие видения у вас есть? Für Tagesträume. Какие у вас есть мысли? Welche Gedanken habt ihr? Какие события происходят вокруг вас? Welche Ereignisse geschehen um euch? Будьте внимательны к природе и к рыбам и к птицам. Seid aufmerksam gegenüber der Natur, der Umwelt, der Tiere und der Fische. Смотрите на огонь и слушайте ветер. Schaut auf das Feuer und hört dem Wind zu. Всевышний говорит. Der Allerhöchste spricht. Говорит по-разному. Und er spricht auf unterschiedliche Weise. Но что самое прекрасное? Aber was das Wunderbarste dabei ist? Это то, что он говорит. Das ist das, was er sagt. Говорит к нам. Er sagt es zu uns. Благодаря Иешуа. Dank Иешуа. Нашему Спасителю. Unseres Erlösers. И Духу Святому. Und dem Heiligen Geist. Которого Иешуа нам послал. Den Иешуа uns gesandt hat. Amen. Amen. Shiru, 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 shiru
Shiva, 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 Shi